Hallöchen zusammen, hier sind wieder Palan und Millie. Hallo. Flugroute Süd-Nord, Ferry Pier und wir gehen einfach nach Primorsk. Genau, weil nicht so was richtig Einleuchtendes da ist. Nee, wir sind hier so komisch. Also Ferry Pier, ja, es kann sein, aber ist trotzdem irgendwie doof. Pushinki weit, Primorsk weit, also irgendwie wissen wir nicht, wo alle hingehen. Ist da noch keiner Military raus? Jetzt sind die ersten. Hast du schon rausgesprungen? Okay. Warte mal. Doch, oh, sind schon ganz viele raus. 35 waren eben nur noch drin. Ui, okay. Ja, aber die können ja auch wirklich dann wieder Fallschirm sehr früh öffnen und ganz weit fliegen. Ich gehe mal in die nördliche Halle. Ich komme gerade von oben. Ich bin ein bisschen hinter dir. Ja. Ich habe mich mal wieder... Vorne ist ein Boot. Okay, Auto habe ich jetzt noch nicht gesehen von hier oben. Ich habe mich nämlich mal wieder verquatscht gerade. Deswegen hatte ich dir ja gesagt, dass du schon raus. Es ist gut, dass du mich immer dran erinnerst. Ich sollte das jetzt so einstellen, dass ich dir einfach mal folge. Ist jemand bei uns? Nope. Nee, ne? Nope. Ich auch nicht. Aber ich sehe ach, da hinten. Also die sind wirklich hinter Ferry Pier, noch an der Brücke irgendwie, da wo die Tankstelle ist oder so sieht das so aus. Okay. Oder ist das Ferry? Also sehr viel einzelne verteilte. Das ist vielleicht so der kleine Vorteil des späten Raus, dass du ein bisschen mehr gesehen hast, weißt du? Also. Ja, das kann sein. Wo wir dann hinwollen? Oh. Spiel ich mal die. Weißt du, da nimmt man die Pfanne auf und der packt die ins Inventar, statt dass sie gleich anlegt. Ja, das stimmt. Das ist dumm. So, und da ich ja wieder gerne ein bisschen erkläre, die AKM nehme ich zwar jetzt, weil sie hier rumliegt, aber es ist eine Scheißwaffe, die tausche ich sofort aus. Der kann niemand umgehen. Also, behaupte ich jetzt einfach mal, weil ich es nicht kann. Ja, die These steht so. Das musst du mir erstmal das Gegenteil beweisen. Ja. So, dann nehmen wir die Vector noch mit. Die ist auch schön im Nahkampf. Wenn man ein Magazin dafür hat. Der stimmt. Hier liegt noch ein Fahrrad. Also hier hätten wir zwei Fahrräder in dem Laden. Sollten wir sonst nichts finden. Okay. VSS spielst du ja auch gerne. Soll ich dir die markieren? Oh, soll ich mal VSS und Vector spielen? Eigentlich könnte ich das mal machen, wa? Genug 9er Moon. Ich habe auch noch ein bisschen 9er Moon eingesammelt. Also theoretisch. Ja, weil... Dann lege ich dir, warte, ich markiere die mal, wenn ich jetzt noch... Ja, das ist ganz witzig. Ich habe ja auch die Auge, die könnte ich dir dann im Austausch geben, wenn du willst. Ich brauche nur eine Range. Achso. Wo habe ich die denn jetzt eben gerade? Was für Munition brauchst du? Ja, das entscheidet sich, glaube ich, erst später. Okay. Verdammte Knubbelnase, wo war die denn jetzt hier hin? Da ist er. Da liegt auch schon ein bisschen Munition und ich schmeiß dann noch 9er Moon dazu hin. Und zwar hier. Und jetzt haue ich auch die ganze 9er Moon noch. Oh Gott, was habe ich denn für ein Gedöns? Gedöns? Dann nehme ich mal das Dreier. Brauchst du ein Dreiervisier? Ja, ich habe, glaube ich, was das anbelangt, ist noch. Ich habe gar kein Visier. Also so nix. Okay. Ich habe ich jetzt noch nicht hingelegt, aber ich habe auch noch ein Schnellwechsel-Erweiterungsmagazin dann für dich. Für. Wobei ich gar nicht weiß, ob auf die nicht ein AR-Magazin drauf muss. Da müsste ich jetzt lügen. Kombi-MP wäre mega. Ja, gucke ich dann. Also, ich spiele diesmal die DBS. Okay, ich hätte mal. Oh, einfach, die Drohne. Oh, das ist ja mal spannend. Mache ich ja ganz selten. So. Aber wie gesagt, irgendeine Range-Waffe. Dann können wir von mir aus los. So, die VSS hast du markiert? Habe ich markiert? Achso, warte mal. Ich leg mal hier auf die Straße, da sieht man es gut. Den ja. Krempel, den ich nicht mehr tragen kann für dich. Ja. Ans Fahrrad. Yep. Ich habe hier übrigens eine AUG mit Schalldämpfer. Du bist ja gut. Falls die dich interessiert. Ja, auch ich bleib bei der DBS, also ich brauche dann bloß noch ein bisschen Munition dafür. Okay. Aber die nehme ich jetzt einfach mal, weil ich da mal Lust drauf habe. Na gut. Benzin habe ich auch eingepackt. Aber ich bin immer noch nicht Range ausgestattet. Ich habe dir hier die ganzen Aufsätze hingelegt. Ja, super gut, danke. Was in der nördlichsten Halle? Nee, ne?
Von den drei nehmen? Nee, ich glaube nicht. Nee, war ich. Dann gehe ich hier nochmal ein bisschen Heilung sammeln. Also wenn da irgendeine Range drin ist, dann sagt mir Bescheid, weil wie gesagt, dann das mache ich sehr gerne. Hinsichtlich aufbrechen. Weil wir wollen ja schon längst weg gewesen sein, ne? Ja, also ich ärgere es nur, ich bin jetzt glaube ich durch die 6. oder 7. das 7. Haus durch. Und du hast wirklich null Range, das ist schon ein bisschen strange. Nö, hier ist auch nix. Ich lasse sie noch ein bisschen suchen. Denk dran, da an die Aufsätze. Guck da ruhig nochmal, die ich dir da hingelegt habe. Ja, ich fahre mal mit dem Fahrrad in der Zeit ein Auto gucken. Ja, danke. Wir sind übrigens in der Zone. Wir bräuchten nicht mal eins zum Wegkommen. Okay. Oh, da hinten kommt der Airdrop. Oh nein. Da musst du hin, Olli. Oder da müssen wir hin. Mit dem Fahrrad, der ist gerade gelandet. Ich müsste direkt hin. Na los, Tacke. Oh, das geht nicht gut. Wir wissen, dass alle. Wir wissen doch alle, dass das schief geht. Da geht gar nichts schief. Aber ich könnte ja. Vielleicht ist die AWM drin. Du brauchst ja noch eine Range-Waffe. Ja. Also jetzt habe ich eine SKS gerade gefunden. Okay. Ich guck mal, ob ich. Ich radel mal den Berg hier hoch und guck mal. Ja. Wo der Airdrop. Gott, ich weiß gar nicht, wo der genau runtergegangen ist. Ich bin ja immer so blind auf. Oh, ich bin gegen Baum gefahren mit dem Fahrrad, ey. Wo ist der denn runtergegangen? Hat irgendwie erzählt, dass noch ein zweites Fahrrad da war? Ja, in dem Laden, in dem Ladengeschäft. Ja, perfekt, dann laufe ich da jetzt direkt hin und. Oh. Scheibenkleister. Ich habe mir nicht gemerkt, wo der runtergegangen ist. Jetzt finde ich ihn nicht mehr. Das ist schade. Hier ist echt gerade wenig los. Ja. Ich habe jetzt das Fahrrad und. Kommst du in meine Richtung? Mach dich auf den Weg in deine Richtung. Genau. Das ist gut. Ich suche noch ein bisschen. Nach dem Auto. Ja, auch das, aber auch nach dem Airdrop. Okay. Aber ich bin auch hier an der Straße. Guck mal die erste Straße mal. Zu da hinten steht, glaube ich, ein Auto. Nee. Ich habe ein Auto. Wo bist du da? Du bist rechts rum, ne? Mühe nur nach rechts. Also eigentlich immer so da, wo ich. Oh, genau. Dann bleibe ich hier an den Gebäuden. Jo. Und warte hier auf dich. Das sind hier Straßen. Ich finde es hier ganz schön. Jetzt habe ich auch ein Auto. Das ist gut. Meins ist fast voll mit Benzin. Meins drei Viertel. Wo wollen wir denn hin? Wollen wir zumindest dann nur ein Auto nehmen? Was willst du lieber nehmen? Den Lader oder den hier, wo ich drin bin? Den hier, oder? Ja, dann komm ich. Ich trinke nur kurz was so. Ja, kann ja mal so ein bisschen rumfahren. Ja.
Aber wir sind natürlich hier weit von der Flugzone weg. Vielleicht sollte ich so ein bisschen rüberfahren, wenn wir mal gucken wollen nach Gegnern, wa? Ja. Oh, die Zone ist aber schon klein, oder? Wir haben noch gar nicht so lange. Ja, ich weiß auch nicht. 57 am Leben. Also kannst ja mal gucken, ob du noch irgendwo die Kiste rumstehen siehst. Ja. Mach dich drauf. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist sie auch bei Quarry runtergekommen. Ich weiß es auch nicht. Ich dachte, ich schaffe die Kurve noch. Ja. Ich wollte eigentlich die Kurve kriegen, aber habe es nicht geschafft. Aber ich habe noch nicht mal einen Schuss. Also vorhin, als ich gefahren bin, habe ich mal einen Schuss gehört. Vorsicht, ein Auto gehört. Oh, sag ich schon. Dings. Bobbele. Bäumchen. Mann, es ist still. Ja, ja, überhaupt null, ne? Also. Aber es sterben Leute an Schüssen oben rechts, siehst du es ja. Da läuft wer links. Wenn ich das richtig gesehen habe, direkt vor uns. Ja, ja, sehe ich. Vorsicht, nicht so stehen bleiben, falls uns wer gehört hat, dass du in Bewegung bleibst. Ich bewege mich die ganze Zeit. Ich gucke nur gerade nach Heilung und nach Munition. Mhm. Brauchst du Heilung? Brauchst du irgendwas? Nö, vielleicht 9er Moon. Warte mal. Oh, jetzt habe ich 7er Moon war hier in dem ersten drin. So. Ich guck gleich nochmal wegen Aufsätzen. Nehme ich mit. Ob ich da jetzt noch nicht geguckt hatte. Ach, da sind gar keine Aufsätze drin. Auch. Okay, wie weit bist du? Jo. Komm mal weiter. Bombenzone neben uns. Oh, ich fahre mal hier so ein bisschen nach Norden. Aua. Voll aufgespießt. Unterbodenwäsche. So. Jo. Ja, stimmt. Links? Ah, nee, das waren die Bombenzone. Bombenzone. Ja. Das erste klang wie ein Schuss, weißt du? Vorsicht, hier sind diese Übergangsloops. Ist hier wirklich null? Niemand? 34. Ich meine, so ganz langsam kommen wir auch in das Areal. Wo es dann eher Spieler sind als der Botze. Jetzt kommen wir gleich nach Gatka. Wenn ich die neue Zone angucke, eher nein. Also wir können da dran vorbeifahren, aber... Vielleicht Zone Ende. Nicht nur, das wäre zu sehen, oder? Hm. Es ist ruhig. Wir, so wie beim Tennis. Quiet, please. Okay, da möchte man Offensive und ein bisschen gucken und dann findet man niemanden. So, den Sumpf mag ich nicht. Komme ich hier drum rum? Ich glaube ja. Okay. Den finde ich immer ein bisschen nervig. Ja, wenn wir hier irgendwo noch vorsichtig kurz halten könnten, würde ich noch einmal voll tanken. Tür ist auf. Oder? War nur der Vorbau, der da auf war, der Schuppen. Okay.
Da ist bestimmt schon. 10 Runden gedreht und gleich kommt hinter irgendein Busch. Ja, wie immer. Ich weiß, irgendwo liegt hier ein Dreierhelm und eine Dreierweste und wir können sie nicht nehmen, weil ich nicht weiß, wo das Ding runtergekommen ist. Ja. Und ich wette, da war keiner dran, außer und also. Also ich glaube, so wie jetzt gerade hatten wir noch nie eine Runde, dass wir wirklich 10 Minuten rumfahren. Und keinen finden. Und es findet auch uns keiner, also auch kein Spieler. Normalerweise hast du schon so ein Vierer-Team, was jetzt wirklich aus hinter Bäumen und irgendwo und da geht so. Ich will mich nicht beschweren, aber es ist schon komisch. Am Leben. Für links habe ich einen Schuss gehört. Oder war es rechts? Ich hätte fast gesagt. Jetzt rechts. Ah, da oben, da in die Richtung. Hinter uns, ja, genau, ja. War irgendwo hoch. Vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter rechts, aber ich bin mir nicht sicher. Macht das Sinn, hier noch ranzufahren, oder? Alles gut, so wie du machst. Vieles war's. Auto hinter uns, hinter uns. Mehrere drin, zwei sehe ich. Weiß bloß nicht, ob ich jetzt rausgehen, die haben sich rausgelegt, um zu schießen. Sind gerade ausgefahren, hinten Richtung Zonenrand. Wurden von links beschossen. Jo, und hinter uns. Oh, Scheiße. Das waren 4. Habe ich wenigstens auch ja, den Dunlock. Den, entweder du oder ich oder wir, ich weiß nicht genau. Wo nee, unser Auto hin? Hin das ist weggerollt, ja. Ei, was war das denn? Das ging ja mal so voll in die Hose. Kein Kill, 5 Stunden rumgefahren. Ich habe gar nicht geguckt. Die haben dich so aufgeteilt eben. Ja. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das Viererteam, was uns jetzt gerade weggehauen hat, das war in dem Auto, weil ich glaube tatsächlich, das Auto fuhr wirklich dann unten noch an so ein Haus ran. So, okay. 2 Kills, 39 Schaden, das ist ja auch lustig, 136 Schaden, 2 Assists, okay. Ich hab, ja, das waren die beiden an dem Baum, glaube ich. Ja, ich habe dann ja mit der Shotgun draufgehalten bis zum geht nicht mehr. Lustig fand. Also warum halt mal ein bisschen Shotgun. Also ich glaube, die Runde hebe ich mir mal auf für schlechte Seiten. Ich sage auf jeden Fall erstmal Dankeschön fürs Zugucken. Wir machen hier mal einen Break. Ein Like würde ich jetzt nicht da lassen, das lohnt nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Tschüss.